So, jetzt müsste im Stream das einigermaßen aussehen, unsere drei Gesichter. Und da haben wir Koral, das Spiel, Sammelobjekte, genau. Wir haben hier Dinge nicht gefunden. Nee, genau. Das heißt, ich soll vom Anfang mal durchgehen wieder, oder was? Ich weiß es nicht. Was sagt denn der Chat dazu? Ich habe keine Ahnung. Ich bin ja kein guter... Nee, weiß ich nicht. Wieder. Chat, was meint ihr? Ich habe übrigens wieder ein Quiz. Oh, geil. Danke, Julia. Wir können jetzt, also wir können weiterspielen oder ich kann ein neues Spiel. Ja, dann machen wir erstmal weiter. Ja, ich mache erstmal weiter. Wir sind ja noch nicht durch. Ja, eben. Wir waren jetzt an dieser Stelle, wo man irgendwelche, wir sind ja diese Meeresströmung hier. Oh, ja. Hübsch. Hast dich wieder fein gemacht. Ja. Und wenn die so, genau, da brauchen wir ein zwei. Ja, ich muss mir mal wieder, muss so ein bisschen reinkommen. Bomb. Ich mag die Optik. Und Julia, worum geht's in deinem Quiz diesmal? Haben wir ein Thema? Ja, Pinguine. Ach ja, stimmt, Pinguine. Wer hatte sich das noch gewünscht? Irgendwer wollte doch auch Pinguine. Ben wollte Pinguine. Hm. Hat er sich gewünscht. Ich habe einen Pinguin hier, apropos. Zum Thema als merkwürdige Puppenspielerin. Warte mal. Aha. Als merkwürdige Puppenspielerin. Ach so, der Pinguin mit dem frankokanadischen Akzent. Ja, Hugo. Hier, der hat seine Lieblingssardine dabei, Sully. Leider hat er Angst, weil Sully ja zu ihrem Schwarm will und er diese Doppeldeutigkeit des Wortes nicht versteht. Und er kann so schnipp, schnapp machen. Ja. Er spricht aber nicht. Offensichtlich. Hat zu lange nicht gesprochen. Er hat sehr große Füße. Ich habe gerade auch mit dem Schwarm, ich habe gerade sehr lange gebraucht mit der Doppeldeutigkeit. Ja. Sully möchte zu ihrem Schwarm, aber... Der Pinguin hat Angst, dass er Sully verliert an den Schwarm. Das kann natürlich passieren, aber er denkt eher an die Liebesbeziehung, nicht an die Familie. Naja, das ist Hugo. Genau, ich stelle ihn mal wieder. Also hält er Sully gefangen? Ja, im Prinzip schon. Es ist, es ist tragisch. Ja, hier unter dem Flügel. So. Ja. Es ist eine schwierige Beziehung. Er hat sie auch gesehen und wollte sie runterwürgen, aber sie war zu groß. Und dann hat er sie ausgespuckt und sich sofort in sie verliebt. Und seitdem hat er Verlustangst. The rest is history. Also Rest ist History, genau. Ja, sie haben sich beim Essen kennengelernt. Sully kann leider nur blub und blub blub sagen, aber man weiß nicht, was Ja und was Nein bedeutet. Weil sie nicht chronologisch in ihren Antworten ist. Also nicht so, dass man es eindeutig identifizieren kann. Das sind schwierige Verhältnisse hier in dem Haushalt. Egal. Das klingt so. Also wir haben was über Pinguine. Andere Pinguine. Echte Pinguine. Ich mag deine Charakterentwicklung. Danke. Das ist ein kanadischer Pinguin, der einzige franko-kanadische Pinguin der Welt. Oh, bevor wir mit dem Quiz anfangen, ich habe einen Dingsi-Bumsi gefunden. Hervorragend, André. Ich beglückwünsche dich. In einem Korallenriff mit einer Fläche von einem halben Hektar leben mehr Fischarten, als es im ganzen Nordamerika Vogelarten gibt. Das wurde auch irgendwie so mit KI übersetzt, oder? Ja, oder einfach nur schlecht, wobei das austauschbar ist. Die Sätze sind immer so sehr holprig. Mhm. Ja. Ja, es sind holprige Sätze, das stimmt. Okay. Aber es sind ja auch Designer, die dahinter stecken und nicht Linguisten. Schön machst du das, André. Danke. Sehr gut. Danke. Jetzt bin ich auf das Quiz sehr gespannt. Ich auch. Mit welcher Frage fängt es denn an? Er hat Verlustangst. Vom Verschlucken hat er keine Angst, Baseball. Er hat einfach wieder hochgewirkt. Das ist auch Tradition bei Pinguinen manchmal. Okay, fangen wir doch einfach mal an mit der naheliegendsten Frage. Warum sind Pinguine schwarz-weiß? Ich habe mir Gedanken gemacht. Ich glaube, ja. Ich,
Ihr könnt, also ich, soll ich euch drei Antwortmöglichkeiten geben oder wollt ihr so raten? Ich möchte kurz raten und mich dann vielleicht in die Nesseln setzen. Ich glaube, dass sie, wenn sie schwimmen, von unten nicht so gut gesehen werden von angreifenden Tieren und von oben auch nicht. In dieser Farbgebung. Also als Tarnung. Ja. Mhm. Ich nehme das mal. Ich nehme das mal mit. Ich nehme das mal mit. Und gibt einfach noch zwei andere Möglichkeiten. Und dann kann der Chat auch mitraten. Der Chat ist schon dabei. Was hat der Chat gesagt? Temperaturmanagement an Land. Wärmehaushalt. Ja, das wäre jetzt auch meine zweite Antwortmöglichkeit gewesen. Und die dritte? Weil sie farbenblind sind. Ach, ja, das ist ja scheißegal. Da hat sich ja Mutter Natur was gedacht, ne? Die hat ja nicht gesagt, Pinguin, bitte sag jetzt mal, wie du farblich aussehen willst. Oh, ich bin farbenblind, nimm einfach schwarz-weiß. Warum nicht? Genau so war das, Inge. Genau so war das. Aber sehr geil, kennt ihr Jasmin Schreiber? Eine Biologin, die ganz tolle Bücher schreibt. Die Frau von Lorenz Adlung. Ja. Die hat also ich kenne sie persönlich, aber ja. Nee, ich auch nicht, aber die hat mal so eine Instagram-Serie Mutter Natur gemacht. Und das waren wirklich geile Dialoge, die sie da rausgehauen hat. Müsst ihr mal gucken. Jasmin Schreiber. Okay. Die ist Biologin. Und kümmert sich gerade um Käferforschung hier in Hamburg. Ah. Und schreibt auch sehr parallel noch dazu Bücher. Also, ja, ich sorry. Die Auflösung ist genau das, was Inga gesagt hat, und zwar die sogenannte Gegenschattentarnung. Gegenschattentarnung. Ja. Genau, Inga hat das wunderbar erklärt, weil du von unten, wenn du so als Räuber unten am Meer bist und hochguckst, dann hast du ja die Wasseroberfläche, die dann ganz hell ist durch die Sonne. Ah. Das heißt, du willst dann als Tarnung was Helles sein. Und wenn ein Räuber von oben guckt, runter, dann sieht er natürlich quasi den dunklen Meeresboden. Und das heißt, du willst dann auch oben eine dunkle Farbe haben, damit du nicht auffällst. Und das ist quasi so ein Standard-Outfit, sage ich mal, im Meer. Wenn du mal Fische anguckst, das ist eigentlich bei fast allen so, dass die so einen hellen Bauch haben. Und dann so einen blau-dunklen Rücken, also wenn du so Open-Ocean-Arten hast. Also zum Beispiel hast du auch beim weißen Hai oder bei, sag mal, Makrelen ist es auch so und so. Das ist so wirklich so ein bisschen Standard, wenn du Fische anguckst. Beim weißen Hai dann aber eher, damit er nicht gesehen wird von seinen Opfern, ja? Genau. Ja. Tarnung geht ja in beide Richtungen, ne? Zum Jagen und zum Nicht-Gejagt-Werden. Wie hast du das genannt? Gegenschatten? Gegenschattentarnung. Gegenschattentarnung. Ach so, ja. Ja, macht Sinn. Was trinken Pinguine? A. Die Flüssigkeit aus der Nahrung reicht ihnen. B. Meerwasser. Oder C. Sie fressen Schnee. Baseball sagt C. Sie fressen Schnee. Ich würde sagen, Fischwasser ist auch Wasser. Fischwasser? Fischwasser ist sowas wie Wurstwasser oder was? Aber innen drin. Wurstwasser ist ja meistens drumrum, ne? Ja. Ja, ich hätte jetzt gesagt, genau, das reicht, was sie. Naja, wobei, mit der Nahrung aufnehmen, es ist sehr, sehr kalt. Wahrscheinlich ist das nicht Wasser, was sie verwerten können. Ich würde sagen Schnee. Dass sie Schnee fressen. Aha. Ja. Julia. So, das war eine interessante Argumentation. Es ist sehr, sehr kalt, deswegen können sie aus dem Fisch das Wasser nicht verwerten. Nee, weil da, keine Ahnung, Frostschutz drin ist oder Urea oder. Nur Frostschutz im Fisch. Ja. Ja, Fische haben schon den Frostschutz, das stimmt schon. Also manche. Aber nein, Leute. Arsen, sage ich da nur. Genau, sie trinken Arsen. Sie trinken tatsächlich Meerwasser. Also die haben ganz viele Meeresvögel können das. Die haben extra eine Drüse an der Nase, wo sie quasi das Salz wieder ausscheiden können und dadurch können die das. Das haben die Galapagos-Echsen auch und deswegen haben die so weiße Ränder an der Nase. Ja, und die niesen auch immer so, ne? Ja. Mhm. Und Pinguine haben das auch und das haben ganz viele Seevögel. Das können sie Meerwasser trinken.
Übrigens hier, wir lesen gerade im Spielen, ja. Korallenriffe sind wichtige Quellen für neue Medikamente, die zur Behandlung von Krebs, Arthritis, bakteriellen Infektionen bei Menschen, Alzheimer, Herzkrankheiten, Viren und anderen Krankheiten entwickelt werden. Ich dachte, es geht alles um den Menschen hier. Es ist interessant, dass es in der Mitte bei bakteriellen Infektionen beim Menschen genannt wird. Ja, good point, ja. Ja. Alzheimer von Pinguinen. Nee, ich denke, bakterielle Infektionen beim Menschen, das ist übersetzt von Human Usable Antibiotics, sowas. Hm. Also. Hm. Hm. Oder Human Compatible Antibiotics. Oh. Würde ich jetzt einfach mal sagen. Ja. Ja. Das haben wir gefunden. Ja, auf jeden Fall, ja, das stimmt. Also das Meer wird quasi untersucht nach neuen Wirkstoffen. Gerade Korallen, aber gerade Schwämme sind da auch sehr interessant, weil Schwämme halt vor allem eben auch so Bakterien und so aus dem Wasser filtern und irgendwie auch so ein abgefahrenes Immunsystem haben und sowas. Deswegen sind die da sehr spannend. Und wenn ich mich gerade richtig erinnere, hatte ich, glaube ich, auch in meinem Buch geschrieben, ist eins von diesen Medikamenten, die gegen Corona so vielversprechend waren, so ein antivirales Medikament, das war aus einem Meeresschwamm. Mhm. Das war eins dieser ersten. Oh. Naja, vielleicht fällt es im Chat wieder ein. Das war, glaube ich, so das erste Medikament, das so hochgehypt wurde und dann hat es doch nicht so wirklich funktioniert. Da war das aus dem Schwamm. Oh Gott, hier ist ein wahres Labyrinth in der Dunkelheit. Das ist ein deutlich komplizierteres Puzzle hier. Du schwimmst sehr schön. Danke. Danke, danke, danke. So, ihr Lieben, Pinguine können nicht fliegen. Ach. Was können sie noch nicht? A. Richtig schmecken. B. Ihre Federn putzen. Oder C. Ihren Kopf mehr als 45 Grad drehen. Also sie können auf jeden Fall ihre Federn nicht überall putzen. Weil die Flügel nicht auf den Kopf kommen. Vielleicht. Finde ich. Schwierig zumindest. Ich stelle es mir schwierig vor. Auf dem Hinterkopf. Dinger sagt Federputzen. Weirdbeat sagt... Kommt drauf an, welche Federn gemeint sind. Aber ich glaube schon, so ein dicker Pinguin kommt bestimmt nicht überall an sich selbst. Was sagt André? Ich hätte jetzt auch Federn putzen gesagt. Der Chat ist für Kopfdrehen. Ihr seid für Federn putzen und es ist richtig schmecken. Schmecken? Oh, was? Ja, die kann man also jeden Fisch vorwerfen. Ich dachte, die können nur salzig und sauer schmecken. Süß und so haben sie nicht. Echt? Ja, nur salzig und sauer? Das ist ja auch abgefahren. Naja, ich meine, was sollen die denn mit süß? Naja, süß und hat... Und so. Ja, also vor allem süß und salzig sind ja auch keine... also süß und salzig ist auch eine spannende spannender Fakt, dass sie nur das schmecken können, weil süß und salzig sind nicht sauer und salzig. Entschuldigung, sauer und salzig. Sauer und salzig sind beides nur Ionenkanäle. Also es sind keine Geschmacksrezeptoren bei. Geschmacksrezeptoren sind Umami, süß, bitter und das war's. Ja. Können sie nicht. Ja, also das heißt, sie haben keinen Geschmacksrezeptor, jedenfalls nicht auf der Zunge. Ihr Geschmack ist genauso schwarz-weiß, wie ihr aussieht. Sehr philosophisch. Aber ich meine, keine Ahnung, ich glaube, die würgen auch hauptsächlich nur so. Ich glaube, die meisten Vögel oder so, die würgen doch den Scheiß alles nur runter. Entschuldigung, es ist kein Scheiß, es ist sehr, sehr wertvolle Nahrung, ganz viel Energie. Ja. Die würgen den Scheiß einfach nur runter. Ja, nee, Meinst du nicht, dass es auch eine Rolle spielt, dass sie solche Sachen
Ja, nee. Wahrscheinlich, wenn sie auf Fischfang gehen. Es gibt nicht so wahnsinnig viele giftige Fische, ne? Dass sie, wenn es Räuber sind, dass sie so darauf angewiesen sind, Bitterstoffe zu schmecken. Ich glaube, da so in der Antarktis, ich glaube, da ist nicht so, so giftiger Shit unterwegs. Glaube ich. Es hört man immer mehr aus den Tropenregionen. Ich weiß nicht, woran es liegt. Auch an Land, ne? So im Regenwald und so hast du immer viele giftige Sachen. Stimmt, ja. Auch in der tropischen Region. Also ist ja. Jetzt so gefühlt. Und in den kälteren Regionen ist es weniger. Vielleicht ist es teuer. Vielleicht ist Gift produzieren teuer. Also kostet Energie. Viel Energie für den Organismus, ja. Der es macht, ja. Und du hast quasi in kälteren Regionen, musst du meistens, hast du weniger Nahrung, musst mehr energiesparend unterwegs sein und so. Hm. Ich habe wieder einen Fakt gefunden. Ja, danke. Ja. Wir wissen mehr über Planeten, die 56 Millionen Kilometer von uns entfernt sind, als über unsere eigenen Ozeane. Wir haben erst 5% unserer Ozeane erkundet und die Tiefen sind noch beinahe völlig unerforscht. Ist das der aktuelle Stand? Nee, also tatsächlich ist es so, diese 5%, die beziehen sich immer so. Ich habe echt Kopfschmerzen, deswegen mein Gehirn funktioniert heute nicht so gut. Diese 5% beziehen sich immer auf, wie viel Prozent des Meeresbodens schon vermessen. Ja. Darauf haben sie sich immer bezogen. Und das ist mittlerweile mehr als 5%. Also mittlerweile sind 30% oder so. Genau, also hochauflösend vermessen. Also so der ganze Boden ist schon vermessen, aber nicht hochauflösend. Und it's be real time. Ich muss schnell be real machen. Es ist be real time. Was heißt das? Leute. Was ist das? Was? Ich bin nicht up to date. Was? Julia. Ach, was machst du für uns? Du bist jetzt auch bei Be Real. Das ist eine App, wo du quasi, du kriegst dann eine Nachricht, musst du einmal am Tag, machst du quasi einen Post und es macht dann, du machst ein Foto von dir, also mit der Frontkamera und der Rückkamera. Also quasi einmal, was du siehst und einmal dich. Und du hast halt, du kriegst eine Nachricht und hast du 2 Minuten Zeit, das zu machen. Du musst quasi das Foto machen, gerade aus deiner Lebenssituation, wo du gerade bist und wie du gerade ausschaust. Was ist das, so eine Gegenbewegung gegen Instagram oder so, wo alles inszeniert ist. Sondern es ist so. Und das Ding ist, dass diese Nachricht, die ist super leise. Ich krieg die nie mit. Und deswegen ist es jetzt, glaube ich, einmal von 3 Mal oder so, dass ich geschafft habe, in Time zu posten. Hey, und ja, dann jetzt ist die Gelegenheit. Julia ist abgelenkt, sie muss Social-Media-Sachen machen, wie sich das gehört für eine erfolgreiche Buchautorin. Nee, André, das Be Real, da ist nur meine Family drin. Das ach so. Ist öffentlich. Ach so. Also, hallo, Family. Ja, du entscheidest halt, wer das sehen darf und wer nicht. Und das mache ich nur mit meiner Family. Okay. Dann haben die ich heute wollte gerade schon wieder nebenbei Werbung für dein Buch platzieren. So. Aber nein, es wurde abgewehrt. Wir wollen nichts über das Buch wissen. Wie heißt es denn? Habe ich euch eigentlich die koreanische Version gezeigt? Die hast du letztes Mal gezeigt. Das sieht aus wie ein Buch, das es bei Zelda gibt. Irgendwie. So, jetzt habe ich hier meine Fragen. Du hast 3 Gefolgsströmungen. Das ist toll, André. 4? Ich bin zu viert. Naja, du bist zu viert, ja. Ich bin zu viert. 3. Genau, mir folgen 3. Ich muss jetzt den 5. holen. Sorry, ich wollte das noch ganz kurz mit dem Meeresboden und so ja. Abschließen. Also es gibt eine Initiative, die nennt sich Seabed 2030. Glaube ich. Und die wollen halt bis 2030 den gesamten Meeresboden hochauflösend vermessen haben. Und ich weiß nicht, wie der Status gerade ist. Also mal gucken auf der Website. Seabed. Okay, wolltest du mal in
jetzt wo ich im Spiel bin, ist es eventuell, ja, ach so, ja, genau, du kannst ja selber den Link posten, genau. Aber kannst du ihn auch in den internen Chat auf Discord reintun, damit ich das nachher für das Video habe? Klaro. Ring. Oh. Schön gemacht. Das sieht schön aus. Oh, ich habe hier fluoreszierende Quallen. Meine Fresse. Hübsch. Hübsch, hübsch, hübsch. Und eine sehr eckige Wand. Ja. Die hängen da jetzt, weil sie durch die Wand kommen. Ja. Aber mit der Strömung geht's. Nee. Plönk. Nee. Reicht noch nicht. Hier muss noch irgendwo was anderes sein. Na, ist das hier. Oh. Ui. Ah, ich kann hier dieses Ding verschieben. Ja. Und dann komme ich da durch. Schätze ich. Ich habe bei Seabed eben Tibet weil ich in Indien war, glaube ich. Dann dachte ich so. Ich habe aber auch Tibet auch. Ich habe auch Tibet kurz verstanden. Das ist auch schön, diese Prognose. Etwa 2/3 aller Meereslebewesen sind noch unbekannt und unentdeckt. Woher weiß man denn diese Statistik? Ja, das kannst du quasi so hochrechnen, weißt du? Hm. Also wenn du quasi guckst, du nimmst irgendwie eine Wasserprobe oder eine Bodenprobe oder so und dann guckst du halt, wie viel ist da drin, was unbekannt ist und dann wie viel Meeresboden hast du und dann kannst du das so... Okay. Oder wie viel Wasser hast du und dann kannst du halt so ungefähr abschätzen, wie viele Arten da wahrscheinlich sind, die noch nicht entdeckt sind. Aber da sind sich Tiere auch uneinig. Selbstverständlich. Wäre auch zu einfach. Natürlich. Aber oh. Welche Art man kennt, ist zum Beispiel der Galapagos-Pinguin. Aha. So besonders, gibt es eine Frage so besonders zu? An dieser Art? A. Es ist die kleinste aller Pinguine. Aha. B. Die einzige Art, die in der nördlichen Hemisphäre vorkommt, oder C, die einzige Art, die sich vegetarisch ernährt. Was war das erste nochmal? Kleinste aller Pinguine. Kleinste, nördlichste oder vegetarischste? Ich hätte gesagt kleinste. Vegetarischste, ja. Kleinste, nördlichste oder vegetarischste ist schön. Ich sage kleinste. Da sind aber dicke Tentakeln unterwegs hier. Ich habe gestern gelernt, dass Tentakeln auch Sexobjekte in Japan sind. Ja. Don't go down the rabbit hole. Okay, ich wusste das nicht. Ich bin auch bei Kleinste. Wird gesagt, die Kleinste. Nee, es ist tatsächlich die einzige Art, die auch in der nördlichen Hemisphäre vorkommt. Weil sie halt auf Galapagos vorkommen und die Inseln halt auch quasi auf dem Äquator liegen. Weil eigentlich gibt es keine Pinguine in der nördlichen Hemisphäre, außer Hugo. Ja, Hugo gibt es, ja. Hugo? Ja, ja. Hugo. Er hat einen franco-kanadischen Akzent. Ja. Man weiß ja nicht, wie er da hingekommen ist. Inga, weißt du es, wie er da hingekommen ist? Nein, das ist mir eine Unbekannte. Er sollte da nicht sein. Und eigentlich hatte ich auch versucht, eine Frage dazu zu machen, so, warum gibt es keine Pinguine am Nordpol? Und habe dazu so ein bisschen recherchiert. Und es ist so, dass es gibt keine Pinguine am Nordpol und es gab auch nie Pinguine. Oh, Hammerhaie. Das ist ja Hammerhaie. Ja.
Wir sind. Aber es gab halt so Pinguin-Äquivalente. Also es gibt halt Theorien, die sagen, okay, am Nordpol hast du halt zu viele Landjäger wie Eisbären oder Füchse oder so. Und Pinguine sind halt super im Wasser. Aber an Land sind sie halt einfach, also dadurch, dass sie nicht fliegen können und so, und da brüten müssen, bist du mit den Jägern halt da total ausgeliefert. Aber es gab halt tatsächlich früher schon Pinguin-ähnliche Vögel am Nordpol. Und zwar der Riesenalk heißt er, glaube ich. Riesenalk? Mhm. Der ist ja in meinem ausgestorbenen Tierebuch von Ravensburger mit drin. Und das Buch kann ich voll empfehlen, weil das ist so unglaublich lustig, auch sprachlich. Okay. Ich muss gerade mal gucken, ob ich das hier... Ich habe das nicht hier, weil ich das im Atelier habe, aber... Ist das neu? Das ausgestorbene Tierebuch? Ja. Nee, das ist von 22, glaube ich. Das heißt Ausgestorben, das Buch der verschwundenen Tiere. Ich halte das hier mal ganz kurz rein. Das Foto davon. Und es ist sehr, sehr süß gezeichnet. Und die Sätze sind toll. Ich habe mich beömmelt über Sätze zum Beispiel vom Dodo. Da steht sowas wie: Der vertrauensvolle Dodo hatte keine Angst vor den Menschen. Oder auch, ich finde diese Adjektive so toll: Ratten und Makaken plünderten die Nester des sanftmütigen Dodos. Ich habe mich sprachlich so beömmelt. Aber die Illustrationen sind auch wirklich sehr süß, weil da gibt es zum Beispiel hier so Schweine, die am Nest stehen. Schweine, die am Nest stehen? Ja, das sind solche Illustrationen. Ich finde die sehr geil. Ja. Okay, also das ist nicht von dir. Oder doch? Nein, ich habe es nicht selber geschrieben. Nein, nein, ich habe es nur selbstständig gekauft und angewendet. Selbstständig gekauft, okay. Ja. Die Gesichtsausdrücke von den Tieren sind so geil. Da ist auch ein Alk drin. Hast du das bestätigt jetzt, Julia? Dass es der Alk war? Ja, weil ich habe auch gerade einen Link gerade Erzeug gemacht. Ah ja. Soll ich nochmal das Bild zeigen? Was meinst du? Ja. Warte. Ja, den vom Riesenalk habe ich leider keins. Ich habe nur Dodo-Bilder. Achso, da ist kein drin? Doch, aber ich habe das Buch nicht hier. Ach so, okay. Ich habe nur ein Foto von der Seite, die ich besonders so lustig fand. Ich habe so ein kleines vorne im Ding. Ach so, ich dachte, ich habe mich auch gewundert, warum das Buch so klein ist. Nee, das Buch ist nicht klein. Das Buch ist über DIN A4 groß. Ja, okay, ja. Und das ist echt geil, weil da sind auch die Paläontologen mit drin und da sind so Forschungseinrichtungen mitgezeichnet auf den verschiedenen Kontinenten, wo man sich so Sachen angucken kann und die Stammbäume der verstorbenen Tiere und die am Aussterben befindlichen Tierarten und die sind so nett gezeichnet einfach. Die haben diese comicartige Zeichnung und dann gibt es da zum Thema Paarung auch manchmal so Herzchen über den Tieren. Also man hat als Erwachsener auch recht viel Spaß mit diesem Kinderbuch. Oh. Ich habe auf jeden Fall in der letzten Woche sehr viel gelacht bei dem Buch. Achso, hast du das neu gekauft? Ja, ich habe das extra für diesen tierische Spurensuche meinen Schreibworkshop gekauft, weil es da ja um die auch um die verstorbenen Tiere geht. Ja. Ausgestorbenen Tiere. Deswegen weiß ich, dass der Dodo 1662 ausgestorben ist. Hm. Schon lange, aber lange her. Das weiß ich nicht. Das steht vielleicht auf Wikipedia. 1852, das letzte Mal gesichtet. Ja. Und, ah, genau. Hier, also bei Wikipedia steht es zumindest. Ich weiß jetzt natürlich nicht, ob es stimmt, aber dass der Riesenalk der Vogel war, der ursprünglich den englischen Namen Penguin hatte. Oh. Und dass dann quasi Pinguine nach dem Riesenalk benannt wurden, weil sie halt auch so aussahen, weil die auch so schwarz-weiß sehen sich halt super ähnlich. Mhm. Genau. Und warte, was steht hier noch? Der Name Pinguin ist möglicherweise walisischem Ursprungs, weil Pen bedeutet Kopf und Queen bedeutet weiß. Mhm. Und die hatten so einen weißen Fleck auf dem Kopf. Aber keine Ahnung, ist jetzt halt Wikipedia, ne? Also, keine Ahnung. Aber sie schauen auf jeden Fall sehr pinguinmäßig aus und haben halt auch so, so ähnlich gelebt. Und dann hast du ja auch das Prinzip halt in der Natur, dass
wenn du ähnliche Nischen hast, dass sich dann Tiere entwickeln, die halt ähnlich ausschauen, ähnliche Funktionen haben und so, mhm. ähnlich aufgebaut sind, aber halt dann dadurch die anderen dort nicht einwandern können, weil sie da eben eine Konkurrenz haben, gegen die sie nicht ankommen. Das heißt, wenn jetzt quasi zu der Zeit, als der Riesenalk noch im Nordpol gelebt hat, wenn jetzt Pinguine vom Süden hochgewandert wären, dann hätten die sich wahrscheinlich dort nicht ansiedeln können, weil der Riesenalk diese Nische bis er dann ausgestorben ist, 100%, ich weiß es jetzt nicht, aber 100%ig hat der Mensch da seinen Finger im Spiel gehabt, würde ich mal ausrotten. Die kanadischen Brutplätze wurden zunächst durch Seefahrer und Walfänger geplündert, die einen Teil der flugunfähigen Tiere aßen und weitere angeblich direkt als Brennmaterial in die Feuer warfen. Alles klar. Um den Kahn von Walen und Walrossen in den Kesseln aufzubauen. Achso, weil Pinguine so viel Öl enthalten, quasi. Keine Ahnung, anscheinend haben sie gut gebrannt. Ja. Oh Gott, was ist das? Sie haben einfach direkt ins Feuer. Alles klar. Der Pinguin für eine Nacht. Ja, ist ein bisschen kalt, leg noch einen Pinguin auf. Oh ja, gute Idee. Körperliche Reaktion meinerseits, Hustenanfall. Ja, dann hier ihre geringe Vermehrungsrate, ein Ei pro Jahr, konnten sich die Bestände erhöhen. 1808 wurde das letzte Exemplar auf den Färöern gesichtet. Und dann haben sie die immer schön am Land, weil die ja so schlecht laufen können, haben die einfach dann irgendwie zusammengetrieben und dann einfach alle erschlagen. Schreibt, warum warten, bis sie Öl oder Kohle geworden sind? Auch direkt ins Feuer. Also ja. ich hoffe sehr, dass sie die wenigstens erschlagen haben, bevor sie ins Feuer geworfen und nicht lieben. Ja. Das hoffe ich auch. Und was? Ja, auf jeden Fall mal wieder der glorreiche Teil der menschlichen Geschichte. Die Riesen-Alks nicht mehr. Und ich weiß. Ah, shit, und ich hatte irgendwas gelesen, dass sie mal Pinguine ausgesetzt haben irgendwo am Nordpol. Ah, was war denn das für eine Story? Also mal googeln. Ja. War irgendeine Story, dass mal Pinguine am Nordpol ausgesetzt wurden, um zu gucken, ob sie da überleben können. Und ich glaube, es hat schon geklappt, aber ich weiß nicht, wo das war. Einfach mal gucken. Guck's mal. Pinguine. Also es gibt auf DFL Nova von 2015 was und da hat Mario Ludwig, den ich kenne, mit dem war ich schon mal was essen, was erzählt. Aber das ist naja, kannst du mal noch googeln, stell mal. Ja, das auf jeden Fall in dem Podcast nicht beantwortet. Im Winter gehen Pinguine durch die Catastrophic Mode. Also katastrophale Mauser übersetzt. Wieso ist sie katastrophal? Im oder Winter? Ja, also halt in den Wintermonaten. Also ja. In unserem, das ist der ihre Sommermonate, glaube ich. Oder Frühlingsmonate. genau, wieso wird sie katastrophal genannt? Weil die Pinguine 3 Wochen lang all ihre Federn auf einmal verlieren, nicht ins Wasser können und hungern. B, weil es dazu kommt, dass Dörfer in der Nähe von Pinguinkolonien komplett von den Federn verdreckt werden und das für die Anwohner jedes Mal katastrophal ist. Oder C, weil sie währenddessen so rumschreien, als ob eine Katastrophe ist. Wieso wird die Mauser katastrophal genannt? Rumschreien. Ja, die sind einfach laut. Weil sie katastrophal rumschreien. Weil sie katastrophal rumschreien. Sagen auch rumschreien. Weirdbeat, das ist ja auch noch. Sind übrigens gut, Weirdbeat und Spaceball, dass ihr mitratet. Ja. Ja. Die anderen sind ja nicht so rateaktiv, das ist okay, aber finde ich gut.
dass wenigstens zwei am Start sind. Weird Beats sagt eins, weil sie alle weil sie alle ihre Federn auf einmal verlieren und dann nackt und Hunger leiden. Genau. Und Weird Beat hat recht. Endlich habe ich mal wieder richtig geraten. Das war nicht so gut, die letzte die letzten Fragen. Ja, tatsächlich verlieren die quasi alle ihre Federn auf einmal und sind dann so ein bisschen unfähig und leiden wohl auch sehr. Also haben auch so Schuppenflechte. Oh. Ich berate aktiv als radioaktiv, ey. Hier geht's aber heute auch wirklich absprachlich. Ja. Aber hallo. Ja, es war auch, also ich habe das mit dieser Catastrophic Mold, habe ich auf dem Schiff gelernt. Von quasi einem Kollegen vor Ort. Und dann haben wir so ein Spiel gespielt, so Charade im Endeffekt, ne, wo jeder so Wörter aufschreiben musste, die dann immer irgendwie pantomimisch oder irgendwie dargestellt werden und so. Und ich habe mich halt über dieses Wort, also ich fand dieses Catastrophic Mold, ich finde das Wort grandios. Ja, ist es. Ja, ganze Zeit drüber amüsiert. Und dann wollte ich das aufschreiben, aber mir ist es irgendwie nicht mehr richtig eingefallen, wie das hieß. Und dann habe ich Dramatic Mold aufgeschrieben. Aber ich habe halt Mold, ich saß doch da und war, damn, wie schreibt man das? Ich habe Mold halt falsch geschrieben. Wie? Und hab's wie Schimmel? Wie den Schimmel geschrieben. Hab also den dramatischen Schimmel aufgeschrieben, statt die volle Mauser. Ja. Und es war dann sehr lustig, weil dieser Zettel hat dann auch dieser Vogelbiologe hat diesen Zettel auch gezogen und hat es gelesen und ist absolut abgebrochen, weil er schon gecheckt hat, was ich meinte. Aber der dramatische Schimmel, deswegen war es auch immer ein Dramatic Mold, ein Wort, das wir öfter benutzt haben, weil es dann sehr lustig war. Der dramatische Schimmel. Geschrieben von Theodor Storm. So, apropos dramatisch, kommen wir zur nächsten Frage. Oh ja. Ja. Was beobachtete der? Beobachtete? Beobachtete? Der Wissenschaftler George Liebig 1912 in der Antarktis bei Adelie-Pinguinen, was er so schockierend fand, dass er es erstmal geheim gehalten hat. Oder, Nekrophilie mit teilweise Monaten alten Pinguinleichen. Oh, B. Ja. Sie aßen die Augen und die Zunge seines verstorbenen besten Freundes. Oder C. Sie aßen bevorzugt gelben Schnee. B. Was Inga sagt, A. Mhm. Und der Chat sagt... B haben wir da und A. A. Ja, schau, jetzt langsam seid ihr reingekommen ins Raten. Es ist A. Tatsächlich, hat er da Pinguine beobachtet, die sich über tote Pinguine hergemacht haben. So. Und auch wohl teilweise oder auch teilweise noch lebende Weibchen sehr stark vergewaltigt haben und sowas. Und er hat es dann aufgeschrieben und das hat das dann auch nach England zurückgebracht. Aber es war sich erstmal so, die kleine Wissenschaftscommunity hat sich erstmal nicht getraut, das zu veröffentlichen, weil sie das so schlimm fanden. Mhm. Ja, so viel zum Thema, dass sie nichts schmecken. Was? André, haben wir das Spiel gewonnen? Ich glaube schon. Wollte ich auch gerade fragen. Nee, ich bin... Ich konnte jetzt eine Weile nichts machen und jetzt kann ich plötzlich wieder was machen. Jetzt weiß ich nicht, ob ich einfach diese riesige Strecke, die ich jetzt zurückgelegt habe, einfach komplett zurückschwimmen muss. Wahrscheinlich. Ja, und damit wir die ganzen anderen Fragen finden. Ja. Aber wenn du nach rechts schwimmst, da geht es nicht mehr weiter, oder wie? Richtig. Da bin ich... Also ich klebte an der Oberfläche, das war vielleicht in irgendeiner Form vielleicht ein Bug oder sowas. Ich habe keine Ahnung. Mhm. Ich konnte von da nicht weg und hier ist jetzt ein Dings davor, was ich aktivieren muss mit drei Energien und das war ganz am Anfang. Jetzt muss ich einmal zurückspringen. Oh.
Baseball resümiert, Pinguine sind nicht mein Thema, wie ich feststellen muss. Naja, ihr habt hier noch ein bisschen... Wir haben noch Chancen. Es wirft ein ganz neues Licht auf Happy Feet. Oder? Ah, hier, das ist noch gut. Nur weil ein paar Pinguine nekrophil waren, heißt es nicht, dass alle Pinguine nekrophil sind. Oder, Julia, oder? Will ich nichts zu sagen. Auf den Seegraswiesen leben mehr als 400 Pflanzen und 1000 Tierarten. Ihr Überleben ist an das Überleben der Seegräser gebunden. Dazu sage ich nur... sind auf der Seegraswiese, deswegen ist es so grün. Das da ist eines der Tiere, die auf Seegraswiesen leben. Der Dugong. Naja. Nicht ansprechbar. Vielleicht sehen wir ja jetzt Dugongs. Er muss irgendwann auch mal wieder im Chat, im Stream aktiv sein. Ja, sollte er vielleicht mal. Mhm. Vielleicht nach Ostern. Gut, dass bald Ostern ist. Ah, wir haben wieder einen Fakt. Einen Fakt? Seegraswiesen sind eine Klimaxvegetation, was bedeutet, dass sie den höchsten Entwicklungsstand und die größte Komplexität erreicht haben, die für ein Meeresökosystem möglich sind. Ich habe das Wort Klimaxvegetation noch nie in meinem Leben gehört. Ich kenne Klimax nur als Orgasmus. Ja. Ja. Und ich habe... Also, und dass Seegraswiesen die höchste Komplexität, die für ein Meeressystem möglich ist, erreicht haben, habe ich noch nie gehört und ich kann mir auch nichts darunter vorstellen. Also, ich weiß nicht, was das bedeuten soll. Ja. Hier, noch ein Fakt. Seegräser bilden die Grundlage vieler Meeresökosysteme. Sie sind ein wichtiger Lebensraum und für das ökologische Gleichgewicht der Meere von grundlegender Bedeutung. Ich habe das Gefühl, wir gehen jetzt zurück zur Basisinformation. Bisschen. So, ich habe jetzt hier drei... Ich weiß auch nicht, wie Seegräser die Grundlage vieler Ökosysteme... Keine Ahnung. Das ist alles irgendwie... Weiß nicht. Verschwurbelt. Ja, so nichtssagende Information. Mhm. So ein bisschen... Ja. Ich finde, das sieht auch gar nicht so nach Seegras aus. Nee, überhaupt nicht. Ich habe überhaupt nicht gecheckt. Nee. Eher so Polypen. Ich meine, das ist die künstlerische, wie so Anemonen oder ja. So. Naja, gut. Aber ich meine, das ist ja jetzt da alles so ein bisschen. Also, es ist ja die künstlerische Freiheit, das ist ja alles so abstrakt ein bisschen. Mhm. Schöne Farben. Ja. So, wir haben noch zwei Fragen. Oh, okay. Die machen wir noch. Pinguine können beim Brüten ihr Nest nicht verlassen, ne, weil sonst das Ei auskühlt. Mhm. Können sie trotzdem aufs Klo gehen? A. Sie haben so hohen Druck im Darm, dass sie das einfach weit rausschießen können. B. Der Partner frisst das einfach direkt aus der Kloake. Oder C, sie nutzen den Kot als Kälteisolierschicht um das Ei herum. Ich weiß, dass die weit scheißen können, aber ich weiß nicht, ob das jetzt da... Wir alle haben diese Abbildung gesehen. Schon mal. Welche Abbildung? Zeige ich euch gleich. Warte. Okay. Ich bin auch für A. Ich bin auch für A. Und Inga? Ja, Ja, es stimmt auch. Also tatsächlich. Können sie richtig weit scheißen? Und zwar haben die einen Druck im Darm, also müssen sie dafür einen Druck im Darm aufbauen von ungefähr 0,6 Bar. Und, das ist weniger als mein Fahrradreifen. Ja, das ist aber trotzdem ein ganz ordentlicher Druck, den du da in deinem Darm hast. Und damit können sie so 40 Zentimeter weit scheißen. Aber es gibt auch, also es gibt eine neue Studien, die sogar sagen, teilweise bis über einen Meter schaffen können. Und das Witzige ist, dass das hat vor, ich glaube, knapp 10 Jahren das erste Mal eine Arbeitsgruppe oder ein Prof berechnet, hier in Bremen. Ah.
tatsächlich. Und die haben dafür den Ig Nobel-Preis gewonnen. Ja, genau, daher kenne ich diese Abbildung, weil da, ja. Ja, das kann gut sein. Und dann habe ich aber gefunden, dass jetzt irgendwelche Japaner haben das jetzt auch neulich nochmal neu berechnet. Natürlich. Und die kamen, genau, und die kamen auf dann nochmal teilweise auf weitere Distanzen, die geschafft werden. Aber. Scheißrekorde. Ja, aber es ist wahrscheinlich auch, also die haben das halt auch nicht im Darm direkt gemessen, sondern die haben sich halt Video von der Entfernung her und quasi die Spritzverläufe sind und so haben sie das. Genau, also man konnte dich kurz nicht hören, Julia. Mhm. Man kann den Druck nicht im Darm messen, sondern man rechnet zurück. Genau, also man hat den Druck nicht direkt im Darm gemessen. Das kann man vielleicht schon irgendwie, keine Ahnung. Das wurde aber nicht gemacht, sondern die haben einfach von Videos und von der, also genau, die quasi, wie der Code fliegt, wie weit der fliegt, wie sich die Spritzer verhalten und so, konnten die irgendwie den Druck berechnen. Haben die denn immer Durchfall oder wenn die Verstopfung haben, wird es schwieriger? Also. Puh, da fragst du mich was. Also es ist so in den Videos, wo ich das gesehen habe, ist schon eher immer so ein bisschen flüssiger. Ich wurde heute auch vom Vogel angekackt, das war auch. Das bedeutet sehr viel Glück. Ja, aber Vögel haben doch irgendwie, es ist doch generell, der Vogelkot ist nicht so wirklich fest. Stimmt. Ja, ist schon, ja. Aber es ist schon unterschiedlich. Ich wurde mal irgendwie von so einer Taube oder so angekackt, Alter, und die hat auf jeden Fall Glück. Da war mein kompletter Arm voll. Also es war so krass, dass ich nach Hause fahren musste und mich und sonst kenne ich das auch so mit so kleinen Batzern, aber da, das war einfach, ich weiß nicht, was mit dem Vogel los war, aber das war nicht normal. Nein. So. Das Weiße im Vogelschiss ist der Urin, sagt Weird Beat, das stimmt, genau. Ja. Pinkeln nicht, sondern die geben ihren Harnstoff so aus. Ja, und das ist auch. Ich wusste das mal. Es ist irgendwie. Beim Menschen ist das Stoffwechselprodukt einen Schritt weiter und der Vogel hört eine Stufe vorher auf und deswegen hat es die andere Farbe und ist dickflüssiger und deswegen funktioniert das. Ja. Aber gefährliches Halbwissen jetzt gerade. Ja. Ammoniak. Spaceballs. Ach so, ja. Ammoniak danke. Rein. Ja, deswegen bestimmt. Gurana auch so toll als Düngemittel. Ach so, ja, weil Ammoniak. So, wollt ihr die letzte Frage? Ja. Ja, ich habe ein bisschen Schiss vor der letzten Frage, weil es dann vorbei ist. Nein, nicht inhaltlich, einfach weil es dann vorbei ist. Sehr schade. Weil du so viel Spaß hattest. Ja, ich finde deine Quizzi sehr gut. Okay. Wenn Pinguinweibchen erfolglos brüten und keine Nachkommen haben, A. Schließen sie sich Männergangs an und randalieren. B. Kidnappen sie Küken von anderen Weibchen und lassen sie aber noch ein paar Tagen sterben. Oder C. Helfen sie anderen Weibchen bei der Aufzucht. Also zweimal Aggressionsantwort und einmal Empathieantwort. Und weil ja die Vergewaltigungsrate jetzt gar nicht so gering ist, fürchte ich, dass es B ist. Inga sagt Kidnappen, Spaceball sagt, dass helfen. Sie den anderen helfen bei der Aufzucht und Weird Beat es auch, glaubt auch an die Pinguine. Hm. Und André, was glaubst du? Ja, ich bin bei Inga, muss ich sagen. Diese ganze Sache, das Quiz macht unglaublich viel Spaß, aber ich habe eine negative Vibes gegenüber Pinguinen entwickelt dabei. Je mehr ich darüber weiß. Ja, und es stimmt auch tatsächlich, kidnappen sie dann oder versuchen, andere Babys zu kidnappen. Und haben sie verlieren aber dann nach ein paar Tagen das Interesse an die. Das ist fies. Ja, und da gibt es auch echt harte Videos so von der BBC, könnt ihr mal googeln. Das ist ein Video, das wirklich
Er wird quasi eine Mama überfallen von mehreren Weibchen, die alle versuchen, dieses Baby sich zu krallen. Und dieses arme Baby wird fast von den allen erdrückt und läuft die ganze Zeit weg. Also dramatisch, dass irgendwann die Mama schafft, wieder zu schnappen. Also die Mama. Ja. Gut, dass du sagst, dass es das schafft, weil sonst könnte ich das Video jetzt nicht googeln. Dann kann ich wieder nicht schlafen. Nee, am Ende. Ja, das ist echt dramatische Szenen. Ja. Ich meine, ich kann das ja nachvollziehen, dass man dann ein Baby kidnappt, so. Das kannst du nachvollziehen? Ja, ich kann das nachvollziehen. Nicht, weil ich jetzt Babys kidnappe, weil das wäre mir viel zu viel Arbeit. Ja. Aber da muss man es halt auch durchziehen. Kidnappen oder das Baby haben. Nee, also ich kann verstehen, wenn man selber unerfolgreich ist und diesen Mutterwunsch verspürt, dass man dann als Pinguin denkt, scheiße, das läuft hier so gar nicht nach meiner Vorstellung, aber es gibt doch hier genug Eier. Da schnappe ich mir doch mal eins. Was ich aber nicht verstehen kann, ist, wie man dann so unorientiert einfach aufgibt. Also entweder ich will ein Kind oder ich will kein Kind. Ich kann doch nicht einfach Tamagotchi-mäßig in der Mitte aufhören. Ja, ich glaube, es wurde, ich habe da ein bisschen was drüber gelesen, so ein bisschen über den Hormonhaus spekuliert, dass die dann quasi der Hormonhaushalt hält der und deswegen verlieren sie dann das Interesse. Hormonhaushalt fällt ab, okay. Irgendwie sowas. Also ja, dann kann man ja sogar das noch verstehen, das wird ja immer schlimmer. Wir sind ja alle nur quasi hormongesteuerte Zombies. Genau, die Sklaven unserer Hormone. Wir haben keinen freien Willen. Boah. Die Hormone. Ich hatte mich bis jetzt irgendwie anders wahrgenommen. Tja. Ja? Oh Gott, Weirdby fragt gerade, wie lange schlafen Zügelpinguine in der Brutzeit? Ich habe absolut keine Ahnung. Warum gerade Zügelpinguine, Weirdby? Wie schlafen sie denn? Keine Ahnung, auf dem Ei. Wie lange schlafen? Ja, keine Ahnung. Aber warum Zügelpinguine? Warum nicht andere Pinguine? Warum geht die Frage um Zügelpinguine? Keine Ahnung. Was ist die persönliche Verbindung zum Zügelpinguin? Weird Beat. Der Zügelpinguin. Warum der Zügelpinguin? Ah. Linkwortfolge. Hä? 275, Thema 1, Sekundenschlaf, mehrere 10.000 Mal. Aha. Na, dann war das ja eine rhetorische Frage. Die werden das ja wohl hoffentlich beantwortet haben. Er wollte nur rumposen mit seinem Wissen. Ja, gelungen. Ja, kann gut sein, dass die Studie nur zu der Art geht. Danke für den Link. Ich bin immer so. Oh. Ja, partielles Wissen. Also, weil ich meine, Sekundenschlaf, mehrere 10, wie viele Sekunden hat denn ein Tag? 8.400. Und hast nicht gesehen? 86.400. Ja. Müssen wir, wenn sie 10.000 mal. Oh Gott, ich kann nicht rechnen, das ist mir zu viel. Dann müssen wir jede Minute einmal schlafen oder so. Oh, ich hab's geschafft. Schön gemacht, André. Sehr schön. Immer schön links am Rochen vorbei. Ja. Ja, also wenn sie mehrere 10.000 geschrieben, Sekunden am Tag schlafen, dann müssen sie so zweimal in der Minute oder so. Ja. Und Pinguine müssen alle 20 Minuten aufs Klo. Oh. Alle 20 Minuten aufs Klo. Deswegen können sie nur Sekundenschlaf machen. Deswegen können die nicht ins Kino gehen. Ja. Das auch nicht. Diese Stimme aufs Klo. Obwohl. Nein.
wenn sie richtig gut zielen können, dann können sie ja irgendwie so ein Bett. Neben dem Klimawandel zerstören auch andere menschliche Aktivitäten die Seegraswiesen rapide. Zum Beispiel illegaler Schleppnetzfang, Meeresbaggerungen, Deponien, Aquakultur und ihre Nebenprodukte, invasive Algen und intensives Ankern im freien Wasser. Intensives Ankern? Intensives Ankern. Da haben wir also richtig ordentlich geankert. Intensiv geankert, ja. Mal schön geankert. Extensive Landwirtschaft, aber intensives Ankern? Intensives Ankern. Das ist auf jeden Fall geil. Intensives Dramatisches Ankern. Dramatisches Ankern. Ja, auf jeden Fall haben wir heute viel über Pinguine gelernt. Das stimmt. Auch das mit dem Schlafen, das hätte ich gerne gewusst von meinem Chris. Das wäre gut gewesen. Aber es wird zu spät. Fürs nächste Mal. Du kannst ja irgendwann so ein Quiz machen, alles, was ich beim Quiz über andere Leute gelernt habe. Also so random Sachen, die zum Thema wurden. Ja, stimmt. Irgendwas gab es auch dazu, aber ich hab's wieder vergessen. Fump, fump. Das ist Kelp. Ich glaube, das ist eine Leitung. Oh. Ja. Ich war zu romantisch. Da wurde intensiv geankert. Da wurde intensiv geankert. Ja, vielleicht ist auch intensiv geankert. Nein. Ja. Ihr wart zu negativ. Ein sehr schönes Spiel. Es gibt eine fast intakte Natur an sehr vielen Stellen. Oh. Baseball hat das mathematische Rätsel aufgelöst. Bei 86.400 Sekunden am Tag sind das grob gerundet alle 9 Sekunden und somit und damit 6 Mal pro Minute. Danke, klar. Spaceball. Danke. Danke. Das sieht jetzt aus wie eine Weihnachtsumgebung. Ja. Farblich. Ui, Feuerwerk unter Wasser. Ich habe dieses Wochenende auch schon Feuerwerk gesehen, aber über Wasser. Feuerwerk? Beim Dom. Ja, das Domfeuerwerk in Hamburg ist wieder der Dom. Der Dom ist keine Kirche, sondern ein Volksfest in Hamburg. Mhm. Und der ist eröffnet worden am Freitag. Und mein Freund Martin war hier. Und dann standen wir um 22.30 Uhr in der Nähe des Doms und es fing an zu knallen. Und dann haben wir das Domfeuerwerk, das war sehr lang, gesehen. Hm. Und dann sind wir auch noch auf den Dom gegangen und haben Schmalzgebäck gegessen, so gegen 11. Ich muss ja sagen, Feuerwerk ist so überhaupt nicht meins. Ich kann dem echt nicht so viel abgewöhnen von. Es gibt geiles Feuerwerk und es gibt weniger geiles Feuerwerk. Aber in jedem Fall ist es sehr dreckig eigentlich und viel zu laut für Tiere. Es ist furchtbar dreckig. Ja, ein Viertel der Feinstaubemissionen entstehen bei Feuerwerken. Mhm. Ja, also aber auch abgesehen davon einfach, ich finde so, also ich meine, ich kenne auch, also ich habe auch schon so organisierte Feuerwerks gesehen und so, irgendwie schon so, ist ganz nett, aber ich, also ich Ja, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich finde bei quasi wie man das in, da gibt es geile Videos von irgendwie in Singapur und so, da machen die sie Drohnen, anstatt, ne? Genau, anstatt Feuerwerk diese massiven Cluster von geil. Drohnen, das sieht so beeindruckend aus. Und du kannst so viel geile Sachen damit machen. Ja, ist es auch. Aber in Hamburg haben die vor 2 Jahren das probiert für die Elfi. Da gab es eine richtig geil orchestrierte Drohnen Veranstaltung und ich war bei der Premiere, also nee, nicht bei der Premiere, bei der Probe. Die haben eine Probe gemacht, bevor sie das machen wollten. Und bei der Probe, da war auch die Polizei und der Zoll und so, waren alle anwesend, weil es ist am Hafen, die Elfi. Ja. Und drumherum, das sah fantastisch aus. Und da waren irgendwelche Assis mit anderen Drohnen und haben diese Drohnen abstürzen lassen. Und daraufhin wurde alles abgeblasen danach. Ach so, ja, natürlich. Ja, ernsthaft. Ja, weil das ja kann ja auf die Leute runterfallen, ne? Ja. Die sind dann ins Wasser, Gott sei Dank, gestürzt. Aber das
Genau, es gab die Störer, die mit ihren eigenen Drohnen die anderen Drohnen abgeschossen haben. Ach ja, was für nette Menschen. Ja, richtig scheiße. Damit sind die Pinguine wieder fein raus im Direktvergleich. Aber sie haben keine Drohnen. Ey, wenn Pinguine Drohnen hätte, wer weiß. Ja, dann würden die Babys mit der Drohne entführen. Ja. So, müssen wir jetzt hier zurück? Folgen Sie dem Strahl. Ich glaube... Ui. Bin energetisiert! Absolut, du bist die energetisierteste Strömung weit und breit. Oh. Ja, aber was mache ich jetzt mit der ganzen Energie? Hilfe! Das frage ich mich auch manchmal. Hä? Kommst du da trotzdem nicht durch, oder? Nee. Oh. Oh. Ah. Feuerwerk! Oh mein Gott, war es das? Ich glaube schon. Jetzt sind wir ein echtes Feuerwerk. In der Luft. Ich wusste gar nicht, dass Strömungen so weit nach oben driften können. André, herzlichen Glückwunsch zu dieser Erfolgsnummer hier. Es ist ein sehr schönes Spiel. Es ist eine interessante Puzzle, die da... Ich kann es empfehlen. Oh, und ich habe nicht... Oh, ich habe den Stream wieder nicht umgeschaltet. Und keiner hat es gemerkt. Ja, Luft strömt auch, aber wir waren bis eben eine Meeresströmung. Jetzt sind wir eine Wolkenströmung. Jetzt sind wir eine Wolken. Wasser zu Wasser, Rauch zu Rauch, Asche zu Asche. Hups. Jetzt sind wir gleich eine Weltallströmung. Ja, ich kann noch weiter bewegen. Aha. Ja, dann mal schnell irgendwas bewegen, nicht, dass du wieder zurück musst, um irgendwas zu lösen. 10 Minuten zurückfliegen oder so. Ja, ich kann aber nicht zurück, ja. Okay. Ich habe meinen höchsten Punkt erreicht, glaube ich. Ja. Wow. Ich finde das echt geil visualisiert. Mit einer 3D-Brille ist das bestimmt noch mal geiler, wenn das so animiert wäre. Der Screen weiß und ich sehe die ganzen Drecksflecken auf meinem Screen. Schnell, mach das weg. Ja, ich sehe jetzt auch die Drecks. Danke für die Info. Ja, da ist kein Muster. Ihr seht alle. Ja. So, nee. Ich dachte, da kommt was. Nee, das ist Dreck auf meinem Screen. Nee. Da, jetzt, da. Da kommen. Oh, ich habe die Pixel sind kaputt. So, developed on a boat. Port Liggert. Jetzt regnet's. Search Coral Making Off. Aha. Ja, und... Carlos. Coral Space Program, ja genau. Wir sind mit einem Korallenriff in den Welt, in die Regenwolke reingeflogen. Ja. Ja, aber es macht irgendwie Sinn. Wir sind jetzt ja quasi, wir haben einen Korallenriff gerettet, dann sind wir aus dem Meer verdampft und jetzt sind wir zu einer Wolke geworden und regnen runter. Das, Zum Riff. Der Kreis schließt sich. Der Wasserkreislauf. Jawohl. Schön. Mit Akustik. Aber das ist doch auch damit doch ein schönes Ende für den Stream. Und andere können, weil... Jetzt weiß ich gerade nicht mehr, wer das vorhin gesagt hat, was sein Lieblingsstream ist, aber den ich habe da reingeklickt in den Marine Mammal Rescue Stream. Ja. Da können wir den doch raiden. Da alle zusammen hingehen. Sind die gerade online? Ja, die sind online, da sind Seeotter. Oh, warte, noch bevor wir den raiden, kurze Info. Ja, wir können doch noch nicht, ich bin noch hier. Ja, du bist noch, ja. Das ist alles nicht so einfach. Okay. Ich wollte was ankündigen, nämlich, dass wir das nächste Mal am 18. April zusammen, das ist ein Donnerstag, um 19 Uhr abtauchen. Mal was anderes. An einem Donnerstag um 19 Uhr. Am 18. April. Ja, genau. Ja. So, wie hast du den Link mal? Ja, zum Raiden. Ja, zum Raiden. Wo soll ich den reinhauen?
Gerne in den Discord. Wo hast du denn in die Lobby? Nee, ich habe das in unser Gespräch. Ach so. Baseball, gute Nacht. Frohe Hasensuche oder Eier. Wie komme ich denn da dran? Kannst du das einfach in PW alle intern schmeißen? Mhm. Ja, aber da habe ich es doch reingemacht. Ach so. Also in den internen. Ach so, da, nee, sorry. Naja. Ah ja, alles klar. Auch niedlich. Ja. Ja, dann raiden wir die. Finde ich gut. Nochmal zum Runterkommen, ein bisschen Otter. Nächstes Mal erzähle ich euch dann fiese Geschichten über Seeotter. Oh, nächsten Sonntag die Uhr vorstellen, nicht vergessen, sagt Spaceball. Mhm. Ist es nächsten Sonntag schon? Ja. Aber dann ist es länger hell abends, ist geil. Das ist gut. Ja. Sommerzeit ist viel besser als Winterzeit. Ich liebe Sommerzeit. Und dann kann ich viel einfacher mit Indien telefonieren. Ha, 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 ha. Nur noch 3,5 Stunden Unterschied. Mein Dream. Sommerzeit. Ja, ich weiß nicht, warum unser interner... Hä? Ach so. Aha, aha. So. So? So, so, so. So. Ich kann dir auch einfach den Namen sagen, dann kannst du... Nee, hab schon. Okay. Zack. Genau. So, liebe Menschen, haut rein. Genau, wer mitkommen will, einfach auf das Ding draufklicken und wir reden dann jetzt gleich. Und ja, nächster Stream hat Inga schon angesagt, 18. April. Schmeißen wir auch nochmal auf Discord. Und ja, dann zum Runterkommen, Otter. Und bis demnächst. Macht's gut. Tschüss. Schön, dass ihr da wart. Ciao, ciao.